Morgen, das war jetzt eine relativ kurze Nacht. Ja, wir haben jetzt so 5 Uhr. Gerade hat es noch mal ein bisschen geregnet. Ja, und ich möchte am liebsten jetzt losfahren. Deswegen packe ich jetzt schnell alles zusammen. Denn das Unwetter, was für heute angekündigt war, das hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Und zwar soll es ab 10 Uhr ungefähr, soll es dann regnen und dann aber auch bis abends durch. Deswegen versuche ich jetzt, so weit wie möglich zu kommen. Ja, mein Zwischenziel ist heute Rheine, dass ich erstmal bis dahin komme. Das sind jetzt so circa 35 Kilometer. Und ab Rheine geht es dann auf einen Bahnradweg. Ja, und an dem Bahnradweg, da gibt es immer wieder Rastplätze und auch Unterstände. Ja, und da versuche ich dann noch hinzukommen, dass ich dann irgendwo mich da unterstellen kann und vielleicht auch da dann am Bahnradweg dann übernachten kann. Ja, und dann würde ich sagen, packe ich jetzt schnell zusammen und dann geht's los. Ich habe es jetzt bis Lette geschafft. Ja, das waren jetzt 95 Kilometer. Das Wetter hat sich ja zum Glück noch gehalten. Zwischendurch hat es mal ein bisschen geregnet, aber es kam jetzt kein großes Unwetter. Ja, auf dem Bahnradweg zu fahren, war auf jeden Fall richtig schön. Ab Rheine ging es ja kilometerlang nur auf diesem Bahnradweg. Ja, da konnte ich gut Kilometer machen. Ein Akku ist jetzt leer geworden. Der andere Akku hat noch 39,3 Volt. Ja, unter Last vielleicht noch 38 oder so. Ja, viel nachladen war heute nicht, weil die Sonne nicht da war. Und ja, so langsam gehen die Akkus leer. Ich werde jetzt hier beim Edeka, noch was einkaufen. Und ja, dann fahre ich noch weiter Richtung Dülmen. Und zwar möchte ich dort den Hof Schnieder besuchen. Ja, viele Grüße an den Thomas. Der hat mir davon erzählt. Und ja, das wollte ich mir da mal anschauen. Ich fahre einfach auf gut Glück dahin und schaue mal, ob ich da übernachten kann. Ob die noch ein Plätzchen frei haben irgendwo. Ja, ansonsten fahre ich noch ein bisschen weiter, weil morgen muss ich dann noch Richtung Zanken rüber. Das sind auch 80 Kilometer. Und ja, dann würde ich sagen, für heute war es das. Ich melde mich morgen wieder. Macht's gut. Ciao, euer Andreas.